Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Und jetzt, wenn ich aus dem Haus gehe, kommt hier ein komischer Ton. So, genau, ich musste gerade wieder ein bisschen was abändern, weil ich spiele eigentlich im Singleplayer eine andere Map. Und jetzt habe ich vorhin gestartet und ich kam nicht mehr an diese Gebäude ran, weil hier was anderes war, natürlich, wie diese Terrasse. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Oh, ich habe echt, ja, wollen wir uns ein bisschen orientieren. Ich muss ein bisschen aufnehmen. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen umsortieren, weil es gefällt mir ja gar nicht. Wenn ich jetzt sehe, was ich hier für ein Chaos gebaut habe. Oh, war ja. Ja. Ja, wir haben inzwischen ein paar Mutze drauf. Wir müssen ganz bisschen automatisieren können. Ja, jetzt müssen wir kurz mal ernten gehen. Wir haben 18. Wie viele brauchen die Samen? 8 Tage, 26. Also wir können doch mal ansehen. Ist hier was reif? Hier ist der Käse reif? Der Käse nicht reif, der Käse auch erntbar. Milch! Dadurch den Mod sehen wir natürlich jetzt auch immer, wenn die Kühe Milch haben. Also, und wie gesagt, wir sehen auch, dass wir sie nicht nur melken müssen, sondern auch knuddeln. Weil das, was der Schwabe mir letztes Mal gemeint hat, oder letztes Mal schon länger gesagt hat, dass man die auch immer drücken muss. So. Ach so. Ja, da war ja noch was. Ja. Müssen die noch füttern? Ich muss auch schauen, dass ich einen Stahl-Upgrade machen kann, dann ist das dann automatisiert wird. Haben auch ein bisschen weniger zu tun. Wie sieht das hier mit den ganzen Upgrades aus? Fehlen uns da noch? Große Milch haben, großen Ziegenmilch fehlen uns noch. Wir haben gar keinen Ziegen. Wir haben gar keinen Ziegen. Okay, müssen wir Ziegen noch uns besorgen. Nee, ich will die Blumen nicht essen. Mein Gott. Ist ja niemand satt, die ganze wieder hier Sonnenblumen essen. So. Okay. Hier ist noch nichts reif, oder? Nee. Da unten ist was reif. Eine Tomate, okay. Okay, sind alle reif hier, den Hopfen. Hopfen wäre fürs Fass eigentlich gut. Moment mal, ich mache kurz eine Kiste mal. Weil man kann das natürlich automatisieren hier. Durch den Mod. Boah, da hat es dieses Nebengeräusch hier. So, okay. Ich kann das jetzt ein bisschen automatisieren, dass der Hopfen jetzt automatisch reingeht. Wobei, ganz ehrlich gesagt, ich muss sagen, wir tun nur die normalen Sachen da rein. Weil das andere gibt auch viel mehr Geld. Also auf die Schnelle jetzt mal. So. So, wo werde ich das alle verkaufen mal vorerst mal. Die Tomaten, haben die Tomaten schon irgendwo drin? Wie brauchen die noch? Die haben wir schon, ne? Schwarzes Bett, das ist ein Apfel. Puh, und steht auch schon noch einiges hier. Was fehlt denn hier noch? Die Entenfeder, okay. Fehlt doch noch einiges, okay. Die Entenfeder, dafür müssen wir unser Hühnerstall ausbauen, ne? Wie Holz haben wir denn? 700, wir können das ja eigentlich durchaus machen heute. Wir haben ja Enten, sehe ich gerade. Wir haben Enten bereits. Also in dem Fall haben sie Pech, also keine Entenfeder gedroppt, so wie. Oh. Okay, wir haben hier schon Schattenei ausgebrütet. Auch nicht schlecht, wir haben schon Schattenei. Gut, einen Schatten haben wir in dem Falle.
Boah, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich die schon hatte oder nicht in dem Let's Play. Boah, ich habe echt zu viel in anderen Spielstand gespielt letzte Zeit. So, wir sammeln die Eier. Ein bisschen mehr Mayonnaise machen natürlich. Mein Gott. So, eigentlich könnten wir das Zeug auch drinnen machen. Wir haben ein episches Ei hier, so. Okay. Die Süßkartoffel brauchen wir noch fürs Center? Ne, brauchen wir nicht mehr. Ich kann auch freigeben. Ein Ahornsirup heißt, wir könnten noch mehr Bienenhäuser bauen. Eigentlich. Was brauchen wir fürs Gewächshaus? Eigentlich brauchen wir noch die große Ziegenmilch und Wolle. Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt mal kurz, in dem Fall für Wolle brauchen wir Schafe. Gehen wir mal kurz zu unserer Schreinerin. Was sind das, die Tausende zur Zeit? Wir haben den Kanal schon freigeschaltet, oder? Es ist Donnerstag. Morgen gibt es einen Sprinkler für 10.000. Okay. So, schauen wir mal kurz leer zu. Natürlich mache ich wieder nicht da. Wo ist denn jetzt gerade? Wo ist leer? Wir haben hier einen Mod drauf, dass wir sehen, wo die Leute sind. Abigail, Harry, Marie, Robin. Robin ist hier. Ah, oh, die sind beim Hüpfdingens da. Ich habe jetzt auch kein Geschenk für Abigail, ne? Ja, das ist natürlich jetzt doof. Sie können sich upgraden, also wir kommen dann vorsichtig weiter. Können wir denn schon zur Spitzhacke abholen? Ist sie denn schon fertig? Das gehen wir kurz schauen. Ohne Spitzhacke können wir ja auch nicht in die Mine. Immer ein Rattenschwanz im Endeffekt. So. Was? Oh, okay. Dann doch erst morgen. Ja, super. Kann ich jetzt nicht viel machen eigentlich. Ich muss ein bisschen Bäume fällen. Steinbruch kurz schauen. Ohne, ja. Steinbruch ohne Spitzhacke, ne? Aber wir haben nachher eben die Riesenspitzhacke, die beste, was es gibt. Okay, jetzt machen wir hier kurz so. Mal kurz die leeren. So. Und dann die Kiste abbauen. So. Können wir nämlich die Kiste hier oben platzieren. So. Das hat man schon eingefügt. Also 40 und so haben wir jetzt bereits, oder? Brauchen nicht mehr. Aber die Entenfede uns fehlte. Trüffel, Straußfarm. Mohn haben wir schon. Makirolle. Hasenpfote, Granatapfel. Okay, Blaubeeren rein. Wir haben fast genug Rohkohl eigentlich, ne? Tomate rein. Melone rein. Melonen liebt Abigail. Genau, wir können das reintun. Ja. Tun wir das hier zur Seite kurz. Ja, aber noch baden, okay. Den Loch oder so. Soll ich mal kurz zu Abigail gehen und ihr mal ein bisschen Melonen geben? Sie liebt Magen, ich habe Melonen.
Natürlich, du hast eine Idee. Wenn wir schon eh nichts machen können hier im Dorf, können wir jetzt das machen. So, die müsste ja hier zu Hause sein. Was? Sie sagt doch auch, dass eine neue Sorte kommt, die in Sommerschmuck sagt. Neun Tage, 27. Für die Quest war es die rote Beete oder Rotkohl? Ich bin nicht mehr sicher. Ich glaube, die rote Beete war es, ne? Schwab jetzt wissen. Ich glaube, wir lassen es echt diesen Sommer und tun dann erst im Herbst richtig Gas geben. Und so weiter. So, Abigail. Oh nee, sie sind mit Tanz schon fertig und sie sind weg. Doch, da ist sie. Was? Wie? Was soll ich damit anfangen? Hä? Bei meinem anderen Spielstand hat sie Melonen geliebt. Ah, nicht Melonen, Kürbis, ich Depp. Ja, ist gut, ich hab's gerade verhauen. Nicht Melonen, Kürbissen waren's. Ah. Na gut. Was ich auch nicht gewusst habe. Damals, beim Mannspiel stand es jetzt beim. Ah, Lea ist nicht da. Die ganzen Steinplatten und Parkettböden, die kann man ja bei Robin kaufen als Rezept. Und das habe ich nicht gewusst. Ich habe echt immer gedacht, wie bauen diese ganzen komischen festen Steine, Pflasterstraßen und so weiter. Habe ich dann auch so gelernt, dass es so geht. Gut. Ich würde schon echt gerne die ganze Farm umstrukturieren, aber wie gesagt, jetzt gerade im Sommer geht das eh nicht. Und das Totem werde ich eh nie brauchen. Das Silo ist hier auch ein bisschen nerven, ganz ehrlich gesagt. Mit diesen drei Spitzel komme ich auch nirgends hin. Oh Mann, wie man es eigentlich sieht. Okay. Ob ich den Wald nicht hier abgerodet habe. War ein bisschen mehr Platz in der Zwischenzeit. Ein Baum nach dem anderen. Okay, ich sehe schon, wieso hier das Zeug noch steht. Weil ich habe gar nicht so einen Bögen durchkam. Und wollte meistens die kleinen Bäume nicht wegholzen, solange sie nicht ausgewachsen sind. Weil sie uns ja immerhin gutes Holz geben, wenn sie mal ausgewachsen sind. Klar kann ich jetzt rein durch den Tag schon skippen. Aber wenn wir jetzt noch was machen können, den Tag hier. Kann uns wahrscheinlich dann auch wieder weiterhelfen. Im Vorankommen. Schon wieder einen anderen Baum an. So. So, den machen wir auch. So kommt man an Bäume ran, die man sonst nicht rankommen würde. Wenn man sich durchholzt. Eine Baumstraße. Boah, lol, wie ich alles andere weghacke, nur ich den Stamm, den ich eigentlich wollte. Okay, so. Okay.
Okay. Okay, da kommen wir den Baum ran. Wieder ein Tanne weniger. Ah, wieder ein Baum weniger. Man sieht einfach nichts. Was so schlimm. Da kommt wieder ein ran. Ich will mal wissen, wie viel Holz ich jetzt schon habe. Ich glaube, wir haben etliches Holz gesammelt gerade. In der kurzen Zeit hier. So. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal. Wir können noch etwas verkaufen jetzt. Wir haben viel Holz. Oh, über 1000, okay. Das muss reichen. Das muss aber reichen jetzt. Ja, die Bohnen. Die ganzen Rankensachen, das sind Dinge, man kommt da nicht vorbei. Okay, ich werde jetzt mal kurz alles verkaufen, was wir brauchen. Die Mayonnaise verkaufen wir, Käse verkaufen wir. Klar können wir mit dem auch kochen, aber ganz ehrlich, nee. So, Tomaten, Kompott. Kokosnuss verkaufe ich auch mal. Es gäbe auch Sarko-Kisten noch. Habe ich mich alles? Ja, ich habe alles crafted, so. Wir haben aber drüben noch für ein Ei. So. Okay, das haben wir. Die Höhle. Habe ich hier mit Früchten versehen, okay. Habe ich bei ihm letztes Mal ein bisschen anders gemacht. Jetzt habe ich ja meistens Pilze genommen, weil es auch viel mehr gibt davon. Okay. Moment, kurz husten. So, die Mischesaat werde ich jetzt auch mal verkaufen, die brauchen weniger. Den Hopfen lege ich hier neben die Fässer. Habe ich hoffen, dass sie damit in die Bier machen, Melonen. Okay. Ich werde mal die Sachen mal einwerfen. Kohlen, Mütze, Sprinkler. Ja, wir haben hier doch noch einige Sachen eigentlich, die wir noch verbauen könnten. 67 Kohle, ey. Okay, ich muss mal kurz wieder irgendwie Gedanken machen. Ich glaube, wir werden uns auch kurz einen Tag auch noch skippen. Damit dann Robin wieder zu Hause ist. Mhm. Ich würde sagen, dann machen wir hier auch gleich mal eine Pause gleich in der Folge. Das ist krass geschrieben, mein Gott. Die Höhlenkraut kann ich in den Kühlschrank tun eigentlich so. Dann können wir vielleicht noch besser etwas kochen, wenn ich hier schaue. Aber als Weizmehl müssen wir mal ein bisschen Zutaten kaufen im Laden. So, jetzt, oh, es gibt Ernte. Sonnenblumen. Boah, da kam jetzt mehr Samen raus, dass ich Platz habe. 8, 27, heute geht's noch. Vielleicht soll ich auch mal ein bisschen ernten, mal. Vielleicht gibt es ja nachher mehr Platz. Wenn ich Glück habe, nur vielleicht.
wie viel, ey. Ja, ich muss irgendwie die Sachen anbauen, die nicht so hoch werden. Das ist halt auch Unmengen von Platz brauchen. Blueberries sind gut, die geben gut Geld. Also alle Rare Zutaten werde ich verkaufen, die normalen werde ich behalten, um die einzulegen. Das macht wirklich am meisten Sinn so. So. Okay. Gut, der Rübenspink aber auch entsprechend benutzt. Haben wir haben ja auch Blumen. Nicht viele Samen, ne? Es gab so wenig. Okay. Da hat so gar nichts dran. Gut, dann tun wir kurz das verkaufen, was wir können. Sonnenblumen alle. Dann Hopfen, der goldene. So. Das ist die Maiskette komplett eigentlich. Hopfen. Blueberry, Silber. Okay. So, dann kann ich die Blueberry mal hier reinwerfen, nämlich. So. Hier haben wir auch schon etliche Konfitüre drin. Ja. Das ist noch Peppercini, die kommen uns rein. Gut. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir runter wieder. Tun wir uns mal um die Kühe kümmern. Und ich würde sagen, wir machen, wie gesagt, jetzt eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley. Bis dann und tschüss. Du auch noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.